Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Dinge in der Akademie? Wir folgen Shani. Seit Radovid sie geschlossen hat? Ich will wissen, ob sie gut bewacht ist. Vermutlich nicht. Viele Mitglieder sind in den hohen Norden geflohen. Die Tapferen sind geblieben, haben sich aber als Schneider und Wäscherinnen verkleidet. Warum? Neugier. Die Gelehrten hatten sich offenbar Magiertaktiken zugelegt. Kooperieren sie? Also an die Ostfront. Und dann? Kommt drauf an, wo man mich hinschickt. Wo es auch sein mag. Pass auf dich auf. Mach ich immer. Keine Sorge. Mach ich mir aber. Ja, wir dackeln hier Shani hinterher. Sie hat da irgendwie einen Professor ausgegraben, der mehr über Olgierd weiß. Und deswegen gehen wir mal zu ihm. Bevor wir uns mit Olgierd treffen. Halt! Auf Befehl König Radovids darf niemand die Akademie betreten. Nicht mal Dozenten? Niemand heißt keiner. Na, du bist ja ein Pedant geworden, Norbert. Als ich dich wieder zusammengenäht hatte, warst du viel freundlicher. Wie geht's denn dem Knie? Ganz wunderbar. Als wäre nie ein Fall drin gewesen. Du kannst dich glücklich schätzen. Wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, dich zu operieren, wärst du auf ewig ein Krüppel. Bruno? Vielleicht können wir sie reinlassen. Sie ist anständig. Die klaut nichts. Ja, aber der Typ, der bei ihr ist. Na gut. Aber alleine. Der Hexer erregt zu viel Aufmerksamkeit. Für den will ich mich vom Hauptmann nicht anraunzen lassen. Pass auf. Ich gehe rein und helfe dir dann, hinten reinzuschleichen. Ja, erzähl okay. Das noch lauter. Weiß nicht. Ich denk mir was aus. Auf der Flussseite sind normalerweise viel weniger Wachen. Geht klar. Gut, lasst mich rein. Die zwei haben das absolut nicht mitbekommen. Oh Gott. So, was? Ja. Wie komme ich denn jetzt hier hinters Haus? Riskant, aber ich habe jetzt sonst nichts gesehen, wie ich sonst da hätte hinkommen sollen. Deswegen erzählt die da vor den zwei Wachen hier den Plan. Schon mal tot. Okay, wir sind wohl schon hinterm Haus. Können wir hier was klauen? Nee. Aha. Geralt. Psst. Bist du da? Ja, wenn ich. Schnapp das Seil. Wo hast du das Seil her? Lange Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Professor Schüttlocks Haus steht am Ende dieser Straße. Hexenjäger bewachen die Tür. Ich glaube nicht, dass ich die bequatschen kann. Du warst schon eine große Hilfe, Shani. Danke. Schon gut. Du hättest dasselbe für mich getan. Wenn du mich nochmal sehen willst. Ich bin zu Hause. Muss noch eine Weile packen. In Ordnung. Bis dann. Wenn wir irgendwie wieder es auf der Karte markiert wird, wo du wohnst, werde ich dich da nochmal besuchen kommen. Da ist abgeschlossen. Kommen wir hier irgendwie dahin? Nein. Ich sehe die zwei da hinten. Ich
Möchte die aber... Okay. Ja, verfickt, was ist das denn? Ein Eindringling! Schnappt ihn! Ja. Das ist ja hier meine Art. Au. Verteilen. Ja, ich verteile dich mal. Moment. So, ja. Zack. Schön verteilt. Moment, da. Also eigentlich wollte ich ja nicht, aber sie ließen mir keine andere Wahl. Nee. Verschlossen. Ich brauche einen anderen Eingang. Hat er vielleicht ein Fenster vergessen? Brauche einen anderen Eingang. Okay, sehr wahrscheinlich hier. Dann gucken wir mal. Ah ne, da geht's noch höher. Okay. Na. Ja. Geralt. So, kommen wir da hin ohne... So nicht. Macht er hier einen Mordsatz da rein? Okay, das sieht baufällig aus. Machen wir halt den Art. Oh! Art zu stark. Aha. So, also die baufällige Bude hier. Hammer. Schon mal oben im Gebälk leicht angeknackst. Zerbrochener Spiegel. Keine Aufschlagstelle. Ein Unfall war das wohl nicht. Vielleicht durch Schall zerbrochen. Jemand hat hineingesehen und geschrien. Okay, was auch immer er dann da gesehen hat. Um dies zu bewerkstelligen. Gillian Albucus kleinerer Schlüssel. Ein Foliant über Dämonen. Dicke Staubschicht. Wechsle mit A und D zwischen ungelesenen Büchern und Schriftrollen. Wenn sie gelesen sind, werden sie im Fenster Bücher im Glossar hinzugefügt. Ah, okay. Oh Gott, die haben noch ewig viel zu lesen. Der Kern des Bösen besteht darin, Leid zu verursachen. Es existieren viele Formen des Leids. Vom einfachen körperlichen Schmerz über Qualen der Psyche bis hin zu tiefen Wunden der Seele. Und woher stammt das Böse? Erscheint es von selbst oder breitet es sich nur oder breitet es sich nur dann aus, wenn die Bedingungen günstig sind? Und schließlich noch die wichtigste aller Fragen, wie kann das Böse bezwungen werden? Die meisten glauben, das Böse habe es schon immer gegeben, da sich niemand an eine Zeit erinnert, in der dies nicht der Fall war. Aber reicht das schon als Beweis? Dies wage ich zu bezweifeln, da ich ein Gelehrter bin und das Wesen der wissenschaftlichen Arbeit darin besteht, alle Hypothesen anzuzweifeln, bis sie nachhaltig bewiesen wurden. Das Erscheinen des Bösen ist eng verbunden mit dem Vorhandensein des Guten, seinem Gegenteil und seiner Antithese. Das Gute ohne das Böse ist dimensionslos und daher nicht wahrnehmbar. Also ist das Böse ein integraler Bestandteil unseres Lebens. Das Böse hat viele Gesichter und erscheint in vielerlei Formen. Eine davon besteht aus Fleisch und Blut. Dieses Böse, als Mensch inkarniert, durchreißt die Welt, um Tod und Leid zu sehen. Es ist verschlagen und schwierig zu erkennen. Wir bemerken seine Anwesenheit normalerweise nur dann, wenn es schon zu spät ist.
Während meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Mythen und Legenden einer Vielzahl von Kulturen bin ich auf Beschreibungen einer bestimmten Person gestoßen, die alle eine auffallende Ähnlichkeit besitzen. Damit meine ich nicht das Aussehen oder den Namen dieser Person, sondern sein Modus operandi. Dieses Böse arbeitet mit Betrügereien, indem es zuerst mit einem scheinbar Gutem lockt. Der Preis, den man jedoch für dieses Objekt der Verlockung zahlen muss, ist enorm und wird nicht zurückerstattet. Und das, was versprochen wurde, ist oftmals mit schrecklichen Haken und gefährlichen Fallen versehen. Nehmt euch daher in Acht vor jedem, der euch das Unmögliche verspricht, da derartiges nur durch die Listen des Bösen zu bewerkstelligen ist. Also er spricht da, glaube ich, hier von unserem Kollegen. Warum das da drin ist, weiß ich nicht. Und das hier sind einfach nur so Bücher. So. Er ist noch eine Etage tiefer. Moment, ich wollte gerade noch hier hinten gucken. Ob hier auch noch was rot leuchtet? Nein. Hier nehmen wir wieder Bücher mit. Also ich lese die jetzt nicht. Mit Rücktaste kommt man da rein. Ah, da kommt man nur ins Glossar. Bücher und Schrift. Tutorial, Bücher, Handwerk. Also. Ja, ja. Also wo jetzt irgendwie abgelegte und neue Bücher reinwandern, kann ich echt nicht sagen. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ah ja, schön. Naja. Da war nichts Neues erfahren. Franco, bist du das? Lass die Bettpfanne an ihrem Platz und nimm den Teller mit, ich esse heute nichts. Professor Shidlock? Wer zum Teufel? Wie bist du reingekommen? Raus! Ich weiß nichts, ich will auch nichts wissen, kapiert? Nein, 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 raus! Ich tu dir doch nichts. Dieser Dämon schickt dich, ich weiß es. Sehe, er steht da halt auch in so einem Bankkreis drin. Welcher Dämon? Welcher Dämon? Stellst du dich dumm? Hm? Bitte. Du weißt Bescheid. Gaunter Odin. Inkarnation des Bösen. Er schickt mich nicht, aber wegen ihm bin ich hier. Ich bin ein Hexer. Ein Mutant? Ja. Möglich. Okay, das Ding kracht gleich hier zusammen. Wir fragen trotzdem, wieso so viel Zeit muss sein. Gemacht? Bist du hier gefangen? Schutzgewahrsam nennt sich das. Schutz! Ich bin nicht mehr Herr über mein Schicksal. Nicht mal Luft holen kann ich ohne Erlaubnis. Was wollen sie von dir? Es mag dir nicht klar sein, aber ich gehöre zu den führenden Okkultismus-Experten. Den Lebenden heißt das. Mein Mentor war der überragende Professor Lionel van... Und jetzt kooperierst du mit den Hexenjägern? Kooperieren? Ha! Als hätte ich eine Wahl... Sie sind unwissend. Aber ihnen ist klar, was ich über Magie und Hexen und Zauberer und so weiter weiß. Dieses Wissen benutzen sie zu barbarischen Zwecken. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Ja. Ich bin hier, weil ich Informationen brauche. Vermutlich bist du der Einzige, der sie hat. Ein Hexer? Dann muss ich mich nicht fürchten. Ich bin ja kaum eine Postkonjunktionskreatur. Was wollte Olgierd von Everreck von dir?
Verflucht sei der Tag, an dem ich diesen Mann traf. Er stand vor meiner Tür und wollte wissen, wer Gaunter Odim ist und wie man ihn los wird. Er bot mir einen Sack Gold. Ich war einverstanden. Solche Dinge sind meine Spezialität. Und ich brauchte Geld. Ich versenkte mich in die Folianten, analysierte obskure Vorfälle und Volkslegenden. Ich reiste sogar bis nach Nilfgaard. In der Bibliothek dort stieß ich endlich auf eine Spur dieser mysteriösen Wesenheit. Es gibt Aufzeichnungen über Begegnungen, die tausende von Jahren zurückliegen, in vielen Kulturen, unter vielen Namen, aber immer als Ausgeburt des Bösen. Hier heißt er Gaunter Odim, manchmal auch Spiegelmeister oder Mann des Glases. Das Studium der alten Aufzeichnungen hat mich erblinden lassen. Aber ich habe vieles erfahren, dass er mit seinen Opfern spielt und besonders gerne Pakte schließt. Sie scheinen harmlos, treiben die Vertragspartner aber in den Wahnsinn. Weißt du noch mehr über den Mann? Gaunter Odim ist kein Mann. Er ist das Böse. Das Böse, das viele Formen annimmt. Vergiss ihn oder stirb. Du lebst noch. Leben in ständiger Angst nach dem, was ich über ihn weiß. Was ist das für ein Kreis? Was bedeuten diese Runen? Sie schützen mich. Hier kann das Böse mich nicht erreichen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er hat mich einmal besucht. Faszinierendes Treffen. Ich war schon blind, aber ihn konnte ich sehen. Er lächelte mir zu. Behauptete, mein Interesse sei ihm eine Ehre. Er wollte sich bedanken und sein ebenbürtiges Interesse an mir bekunden. Er zog diesen Kreis und sagte, darin sei ich sicher. So zeigt er sich erkenntlich, weißt du. Hast du ihn je verlassen? Hättest du ihn reden hören, würdest du ebenso wenig wie ich zweifeln, was dann geschieht. Okay. Ach, da ist... Ja, ich habe mich schon gerade gefragt, wo macht der dann rein? Wenn er den Kreis da schon längere Zeit nicht mehr verlassen hat. Deswegen nicht, dass wir jetzt hier Gaunter Odim in die... in die Finger spielen. Das und Olgierd hat so einen Pakt mit ihm geschlossen? Brillant geschlussfolgert. Aber weißt du auch warum? Er stammt aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie. Sonst hätten die Eltern seiner Verlobten ihn nie akzeptiert. Doch dann schlug das Schicksal zu. Er wurde zum verarmten Ausgestoßenen. Das konnte die mächtige Familie seiner Iris nicht hinnehmen. Sie verheiraten ihre Tochter nicht an einen Niemand. Olgierd wollte mit ihr durchbrennen. Je weiter weg, desto besser. Aber sie weigerte sich, ihre Familie zu verlassen. Ein echtes Dilemma. In der Tat. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Eine Wanderhexe deutete eine Lösung an. Einen Mann, der jeden Wunsch erfüllen kann. Sein Name, der Spiegelmeister. Der Rest ergibt sich. Olgierd und Odim treffen sich. Es gibt einen Wunsch. Einen Pakt, der mit Blut besiegelt wird. Und einen Preis, der gezahlt werden muss. Olgierd musste einen geliebten Menschen opfern. Odim liebt schwierige Entscheidungen. Er wusste, wen Olgierd liebte, seine Verlobte und seinen Bruder, Wladimir. Olgierd traf seine Wahl, heiratete seine geliebte Iris und erlangte sein Vermögen zurück. Okay. Ja. Deswegen, ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob er nicht dann doch irgendwie hier Iris geopfert hat. Okay, Wladimir ist tot. Das wissen wir. Aber Iris hat er ja eigentlich mehr oder weniger zu ewiger Verdammnis da gezwungen. Deswegen weiß ich halt nicht. Wir fragen mal.
Olgierd hat seinen eigenen Bruder getötet? Nein, nein, nein. Schlussfolgern, Hexer. Odims Stil berücksichtigen. Hm? Olgierd hat den Blutbrief unterzeichnet und einen Tag darauf war sein Bruder tot. Ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Schlussfolgern. Ja, Odims Stil berücksichtigen. Und er hat den Blutbrief unterzeichnet, einen Tag darauf war sein Bruder tot. Also, ja gut, dass Olgierd ihn jetzt nicht persönlich getötet hat, wäre mir ja dann auch klar. Aber er hat dann irgendwie so nach dem Motto, ja, entscheid dich mal, dann nimm halt ihn oder so. Ich weiß auch nicht. Er spricht in Rätseln. Das hat Olgierd dir alles erzählt? Das musste er. Wie hätte ich sonst diagnostizieren sollen? Bei dir klingt es wie eine Krankheit. Es ist schlimmer. Krankheiten lassen sich kurieren. Aber das Böse, da sind Medikamente viel schwerer zu finden. Warum wollte Olgierd Odim loswerden? Er hatte doch, was er wollte. Wirklich? Sein Herz war zu Stein geworden. Die Frau, für die er seinen Bruder geopfert hatte, liebte er nicht mehr. Er liebte gar nichts mehr. Hatte er das gewollt? Nein. Odim gewährt einem, was man wünscht, nicht das, was man will. Wer einen Pakt mit ihm schließt, lernt diesen Unterschied und stirbt daran. Alle? Kann man ihn nicht loswerden? Ihn töten, meinst du? Das Böse töten? Nein. Allerdings erzählen die Annalen von einem Mann, der seinen Pakt gelöst und Odim mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat. Das heißt? Odim liebt Pakte, Wortfallen, geistige Duelle. Fordere ihn zu so einem Duell heraus. Er wird einwilligen und er kann besiegt werden. Aber bedenke, was auf dem Spiel steht. Das Einzige, was er wirklich begehrt, sind menschliche Seelen. Odim hat mir ein Mal verpasst. Werde ich das irgendwie los? Ein Mal? Wird in den Folianten nicht erwähnt. Seltsam. Es sei denn, es verschwindet, sobald dein Pakt erfüllt ist. Wenn ich ihn herausfordere und überwinde, verschwindet es dann? Das weiß ich nicht. Der Mann, der ihn überwunden hat, trug kein Mal. Danke. Das hilft mir weiter. Gut. Sehr gut. Ach, nach all der Zeit in Gefangenschaft und Angst, mal wieder nützlich zu sein, wie wohltuend. Okay, sein Tagebuch lesen wir auch noch. Meine Notizen und Beobachtungen, Professor Schütlock. Der von Odim erstellte Kreis flößt mir Angst ein. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich weiß, dass er da ist. Ich habe keinen Namen für den Sinn, mit dem ich ihn wahrnehme. Wenn ich mich seinen Grenzen nähere, schießen mir seltsame Schauer über den Rücken. Hierbei handelt es sich nicht um Schmerz, sondern um etwas, das mir die Haare wie die Stacheln eines Igels zu Berge stehen lässt. Ein Monat ist vergangen und ich befinde mich noch immer innerhalb des Runenkreises. Ich werde zunehmend von Albträumen geplagt. Mittlerweile fürchte ich mich schon vor dem Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Ich habe geträumt, ich hätte eine Tochter. Seltsam, da ich nie Kinder hatte. Und doch kam eines im Schlaf zu mir. Sie war nicht älter als 10 Jahre. Sie nannte mich Papa und liebte mich über alles. Ich konnte es in ihren Augen sehen. Das Seltsamste daran war jedoch, dass ich für sie eine starke väterliche Liebe empfand.
Kann man wirklich von jemandem träumen, der nicht existiert? Kann man diesen jemand lieben? Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Schlaf. Vielleicht hat Odin beschlossen, mir Frieden zu gewähren. Ich habe nicht vor, ihn umzustimmen. Meine Träume über Amelie verschaffen mir große Freude. Meine Tochter ist ein gutes und intelligentes Mädchen. Ich glaube es, aus ihr wird einmal eine wunderbare Frau werden. Schade, dass sie nur in meinen Träumen existiert. Es ist nicht nur so, dass ich den Schlaf nicht mehr fürchte. Vielmehr kann ich ihn mittlerweile kaum noch erwarten. Welch fantastische Wendung. Wenn alles so bleibt, werde ich bald versuchen, den Kreis zu verlassen. Ich weiß jetzt, warum ich seit Wochen von dem Kind geträumt habe, das ich nie hatte. Es war sein Werk. Heute Nacht ist meine Tochter gestorben. Sie bekam eine seltsame Krankheit, die an ihrem ganzen Körper scheußliche, eiternde Pocken entstehen ließ. Sie weinte und bat mich, ihr zu helfen, doch ich konnte nichts tun. Sie starb in meinen Armen. Ich erwachte schweißgebadet. Ich bin am Boden zerstört und mein Geist ist zerrissen. Seit Amelies Tod sind jetzt 3 Monate vergangen. Mir blutet noch immer das Herz und dauernd werde ich von schrecklichen Visionen geplagt. Ich bin ein Blinder, der sich wünscht, nie etwas gesehen zu haben. Denn verglichen mit diesen quälenden Visionen wäre die völlige Blindheit eine Erleichterung. Ich halte es nicht mehr länger aus. Ich bin ein zutiefst unglücklicher alter Mann geworden. Seit einem Jahr lebe ich nun innerhalb des magischen Kreises. Immer häufiger kommen mir Selbstmordgedanken. Es wäre so einfach. Ich müsste nur aus dem Kreis heraustreten. Naja, gut. Er hat es jetzt hinter sich. Können wir hier... Kerzen... Einfach mal alle... Ja, die wilde Jagd, super. Okay. Deswegen, dass da irgendwie was passieren muss, habe ich mir zwar schon gedacht, aber das war jetzt echt unheimlich. Okay, ja, es hat gepiepst. Das heißt, wir machen hier tatsächlich Schluss mit der Folge und dann gucken wir mal, wo der Olgier da bei dem Tempel auf uns wartet oder nicht. Bis dahin.